In der Vergangenheit haben wir euch ja einige Videos dazu produziert, in denen wir euch in der Theorie gezeigt haben, wie ihr euch denn ein passives Portfolio mithilfe von ETFs aufbauen könnt. In diesem Video werden wir jetzt einmal in die Praxis eintauchen und uns mithilfe von einem Screencast anschauen, wie wir denn ein passives Portfolio im Wert von über 20.000 Euro aufbauen werden. Viel Spaß beim Video! Hi, ich bin Thomas von Finanzfluss und heute werden wir uns in der Praxis einmal anschauen, wie man mit 20.000 Euro ein passives Portfolio aufbaut. In der Vergangenheit haben wir einige Videos produziert, in denen wir euch Schritt für Schritt gezeigt haben, welche Punkte denn wichtig sind, um passiver Investor zu werden. Hierzu haben wir euch eine gesamte Playlist erstellt. Den Link dazu findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. In dieser Playlist findet ihr unter anderem die 4 Kriterien, anhand der ihr die richtigen ETFs für euch herausfinden könnt. Außerdem ein Video dazu, wie ihr denn einschätzt, wie groß eure Risikotoleranz ist. Das heißt, wie ihr denn euer Kapital aufteilt zwischen risikobehaftetem Teil und risikofreiem Teil. Und ihr findet ebenfalls ein Video, in dem wir euch mal live gezeigt haben, wie ihr denn den richtigen ETF zu einem entsprechenden Index herausfindet. In diesem Video war das am Beispiel des MSCI World. Heute werden wir mal ein gesamtes Depot, das derzeit nur als Geldvermögen daliegt, in ein passives Depot umwandeln. Dazu haben wir uns entschieden, einen konservativen Mix aus 50% risikofreiem Teil und 50% risikobehaftetem Teil zu machen. Wir werden also ca. 10.000 Euro auf das Tagesgeldkonto überweisen, da das der risikofreie Teil ist, und 10.000 Euro in ETFs investieren. Die 10.000 Euro werden wir dann wieder aufteilen in eine Investition in den MSCI World Index und eine Investition in den MSCI Emerging Markets Index. Als Depotbank dient uns die Comdirect, da hier das Geld bereits geparkt ist. Bei anderen Brokern sieht das Ganze aber sehr ähnlich aus. Wenn ihr selbst noch keinen Depotbroker habt, dann schaut euch doch gerne auch dieses Video an. Dort haben wir mal die bekanntesten deutschen Broker und Depotbanken miteinander verglichen. Legen wir jetzt direkt los mit dem Screencast. So, hier sind wir auch schon im Screencast. Schauen wir uns jetzt einmal die Nutzeroberfläche an. Wie angekündigt sind wir ja jetzt hier auf einem Comdirect Depot. Der aktuelle Depotbestand im Depot selbst sind 2.378 Euro. Das ist noch ein Altdepotbestand von einem offenen Immobilienfonds, der mittlerweile geschlossen ist. Genau. Dann haben wir hier auf dem Verrechnungskonto über 20.000 Euro, die wir jetzt in ein passives Depot anlegen werden. Als erstes müssen wir uns jetzt natürlich überlegen, wie teilen wir denn das Geld zwischen risikobehaftetem und risikofreiem Teil auf? Das hängt ja immer an der Risikopräferenz des entsprechenden Anlegers an. Hier wurden wir jetzt informiert, dass dieses Depot gleichgewichtet aufgebaut werden soll. Das heißt mit ca. 50% Cash, also risikofrei, und 50% im risikobehafteten Teil. Hierzu habe ich auch nochmal schnell eine kleine Excel-Tabelle erstellt. Wenn wir uns die jetzt anschauen, müssen wir hier oben im ersten Schritt einfach nochmal eintragen, wie hoch denn das Gesamtkapital ist. Und zwar das anlegbare Kapital, das sind 20.293. Genau, im ersten Schritt wird uns dann gezeigt, okay, wie viel risikofrei soll denn sein und wie viel risikobehaftet. Dann können wir jetzt einfach 50% aufteilen. Und unser Excel-Rechner teilt uns in einer ganz komplizierten mathematischen Aufgabe das Ganze durch 2. Das bedeutet, dass wir heute 10.147 Euro in ETFs anlegen werden und die andere Hälfte auf das Tagesgeldkonto übertragen. Da das am schnellsten gemacht ist, würde ich vorschlagen, dass wir zunächst einmal die Übertragung aufs Tagesgeldkonto machen. Damit wäre das dann schon mal gemacht. Es geht hier einfach per Überweisung von Verrechnungskonto auf Tagesgeld plus Konto und der Betrag war 10.147. Mit einem Klick auf Weiter muss der TAN eingegeben werden und hier sehen wir die Bestätigung, also die Hälfte des Depotguthabens wurde jetzt auf das Tagesgeldkonto überwiesen. Schauen wir uns das hier in der persönlichen Übersicht nochmal an, dann sehen wir, dass es hier zum verfügbaren Betrag ist. Im nächsten Bankarbeitstag wird das Ganze dann auf Kontostand übertragen. Wie wir auch häufiger schon angesprochen haben, kann man diesen risikofreien Teil natürlich auch in Staatsanleihen stecken oder in Fonds, die in breit gefächerte, solide Staatsanleihen investieren. Hier ist aber die Lösung halt die einfachste, das Ganze erstmal auf das Comdirect-Depot zu legen, weil wir das schon bereits mit eröffnet haben hier. Man kann sich auch nach alternativen Tagesgeldkonten umschauen, wie zum Beispiel bei Zinspilot oder MoneyU. Wichtig ist nur, dass es wirklich auch hier im Sinne des risikofreien Teils angelegt wird, dass also hier auch kein Emittentenrisiko besteht.
Gut, jetzt kommen wir zum zweiten Teil. Dazu öffne ich jetzt mal wieder die Excel-Tabelle. Und zwar geht es jetzt um den hier, die Hälfte des risikobehafteten Teils. Dann klappe ich mal meinen nächsten Excel-Punkt auf. Und zwar haben wir hier jetzt festgehalten, wie das Geld in welche ETFs bzw. zunächst einmal in welche Indizes das Geld angelegt werden soll. Wir haben uns hier für eine relativ einfache Depotstruktur entschieden, weil es ja jetzt auch nicht so viel Geld ist, was tatsächlich hier rein angelegt wird. Für ein Komma-Welt-Portfolio wäre das Ganze jetzt vermutlich zu wenig Kapital, was dann ziemlich viele Kosten verursachen würde. Von daher haben wir uns hier für eine ziemlich einfache Lösung entschieden, nämlich einmal den MSCI World. Was genau dieser Index ist, das haben wir euch ja bereits in einem Video erklärt, das ihr ebenfalls in der Beschreibung unten findet, beziehungsweise auch in der Infokarte. Und einen zweiten Index, der die Schwellenländer abbildet, nämlich den MSCI World. Hier können wir jetzt gewichten, wie wir das gerne möchten. Und unser kleines Excel-Programm rechnet uns dann genau aus, wie viel wir denn in welche investieren müssen. Wir möchten tatsächlich 70% in den MSCI World investieren und 30% in den MSCI Emerging Markets. Das bedeutet, dass wir jetzt hier auf unser Kapital bezogen 7.103 Euro in den MSCI World investieren werden und 3.044 Euro in den MSCI Emerging Markets. Der nächste Schritt wäre jetzt auf die Webseite justetf.com zu gehen. Und dort kann man sich dann den entsprechenden ETF heraussuchen. Das haben wir ja bereits in einem vorherigen Video etwas detaillierter gezeigt. Ich möchte das jetzt hier nur noch einmal schnell durchgehen. Ich habe nämlich schon im Kopf, welcher Index mich interessiert. Wenn ich hier oben MSCI World eingebe, habe ich hier die ganze Liste der in Deutschland verfügbaren MSCI World Indizes. Der ETF, der mich jetzt in erster Linie interessiert, ist der von HSBC. Jetzt muss ich mir das Ganze noch mal etwas genauer angucken. Das war einer dieser beiden hier gewesen. Und genau, ich habe mir die Wertpapierkennnummer auch gemerkt. Das ist dieser ETF, den ich gerne kaufen würde. Wenn wir uns das jetzt hier anschauen, dann haben wir hier 0,15% jährliche Kosten, also das TER. Es ist ein ausschüttender ETF, der in Irland ansässig ist. Das heißt, wenn ich den jetzt kaufen möchte, dann kann ich mir hier einfach die Wertpapierkennnummer oder die ISIN, WKN oder ISIN kopieren. Gehe dann zurück auf mein comdirect-Depot. Und klicke hier einfach bei Depot auf Kaufen. An dieser Stelle gebe ich dann die Wertpapierkennnummer ein, bekomme aber dann auch hier direkt den ETF von HSBC angeboten und werde dann gefragt, über welche Börse ich kaufen möchte. Das sind die Börsen, die mir derzeit angezeigt werden. Wenn ich hier auf Plus gehe, bekomme ich auch noch weitere Börsen angezeigt. Ihr wundert euch jetzt sicherlich, warum hier bei Xetra kein Preis angegeben wird. Ich werde das Ganze über Xetra handeln. Allerdings nehme ich dieses Video gerade am Wochenende auf. Das bedeutet, Xetra ist jetzt gerade geschlossen. Ich werde diesen Kauf aber soweit vorbereiten und werde ihn dann morgen an einem regulären Montag gegen 16 Uhr ungefähr abschließen, um euch dann am Ende auch zu zeigen, ja, wie das Ganze durchgeführt wurde. Das heißt, ich werde dann tatsächlich hier auf Xetra klicken und sagen, wie viel Stück ich denn von diesem ETF kaufen möchte. Und hierzu müssen wir dann wieder zurück in unser Excel gehen. Wir sehen, dass der Preis ungefähr bei 17,45 Euro liegt. Wenn wir also jetzt hier ausrechnen wollen, wie viele Anteile wir kaufen wollen, dann nehmen wir den Betrag, den wir investieren wollen, teilen den durch die 17,45 Euro, den derzeit ein Anteil ungefähr wert ist, und erhalten dann 407 Anteile, die wir dann tatsächlich kaufen wollen. Das bedeutet, in unserer Ordermaske geben wir hier 407 ein, scrollen dann etwas runter, müssen hier die wesentlichen Verkaufsunterlagen anklicken, also dass wir die auch tatsächlich gelesen haben, können dann hier bei Order Details noch auf Ändern klicken, weil hier grundsätzlich festgehalten ist, dass billigst oder bestens gekauft werden soll, was jetzt bei Xetra und so einem breiten ETF nicht unbedingt gefährlich ist. Ich würde aber trotzdem immer mit Limit handeln. Gehen wir jetzt hier einfach mal ein, dass wir bereit sind, 17,45 € pro Anteil an diesem ETF zu bezahlen. So können wir sicher sein, dass es uns nicht versehentlich passieren kann, dass wir einen deutlich höheren, ja, zu einem deutlich höheren Kurs gekauft haben. Hier Orderzusatz können wir noch verschiedene Orderzusätze geben, die jetzt in diesem Fall für uns nicht interessant sind. Die Gültigkeit würde ich jetzt mal auf tagesgültig lassen. Am nächsten Tag, wie gesagt, wenn ich die Order dann abschicke, werden wir mal sehen,
ob die Order denn durchgeführt wurde oder ob wir dann tatsächlich das Limit etwas erhöhen müssen, was in diesem Fall dann aber bei der Comdirect kostenlos ist. Klicken wir auf Weiter und kommen dann hier nochmal zu einer Übersicht, wo wir nochmal sehen, dass wir hier den HSBC MSCI World ETF kaufen werden. Zwar genau 407 Stück über die Börse Xetra zu einem Limit von 17,45. Um das Ganze hier zu bestätigen, müssen wir hier nur noch die entsprechende TAN eingeben und dann auf Freigeben klicken, zahlungspflichtig. Das bedeutet, hier werden dann auch die Gebühren fällig, wenn die Order durchgeführt wird. Gebühren sind hier auch ein ganz gutes Stichwort, worüber man sich natürlich immer informieren sollte, wenn man denn Wertpapiere handelt. Hierzu rufen wir das Preis-Leistungs-Verzeichnis der Comdirect Bank auf. Das könnt ihr einfach googeln, indem ihr Preis-Leistungs-Verzeichnis oder Preisverzeichnis Comdirect Bank eingibt. Ich habe es hier schon mal auf der entsprechenden Seite aufgeschlagen. Wir würden für diesen Kauf jetzt bezahlen ein Order-Entgelt Inland, da wir über eine inländische Börse handeln, von 4,90 Euro. Plus 0,25% von dem Betrag, den wir investieren wollen. Es gibt auch ein Minimum, nämlich es werden mindestens 9,90 Euro fällig. Das bedeutet für alle Handelsvolumina bis 2000 Euro und maximal 59,90 Euro bei großen Handelsvolumina. Das bedeutet, wir können hier ganz einfach ausrechnen, was uns das Ganze kosten wird. Ich habe das aus Zeitspargründen auf Excel hier schon mal gemacht. Und zwar der MSCI World wird uns kosten 4,90 Euro plus 0,25% mal den 7.000 Euro, die wir investieren werden. Das heißt, dieser Kauf wird uns 27,70 Euro kosten. Und der zweite Kauf Emerging Markets ebenfalls 4,90 Euro plus 0,25 auf 3.000,44 Euro macht insgesamt 12,50 Euro. Wenn wir hiervon jetzt die Summe nehmen, dann kommen wir auf 35,20 Euro, die es uns jetzt kosten würde, diese 10.147 Euro zu investieren. Das werden wir uns nachher, sobald diese Order durchgeführt wurde und wir die Anteile im Depot haben, auch nochmal anhand der Orderbelege anschauen und bestätigen. Gut, kommen wir jetzt noch einmal zurück zur persönlichen Übersicht. Wir wollten ja jetzt noch den MSCI Emerging Markets kaufen. Dazu können wir dann auch wieder hier auf Just ETF gehen. Geben hier oben in der Suchleiste MSCI Emerging Markets ein und hier sehen wir dann die Liste von allen Fonds, die im Bereich MSCI Emerging Markets, also die diesen Index abbilden. Der mich jetzt interessiert, ist derjenige, der auch hier so gut hervorgehoben wird, nämlich der ComStage. Den kann man sich hier auch nochmal anschauen. Wie gesagt, das hier ist keine Anlageempfehlung, wenn ihr selbst euch ein Portfolio mit diesen beiden Fonds aufbauen wollt. Dann heißt es überhaupt nicht, dass ihr diese beiden nehmen müsst. Wir haben uns jetzt nur für die hier entschieden, aus verschiedenen Gründen, die wir auch in vorherigen Videos angesprochen haben. Hier sind es überwiegend Kostengründe. Hier können wir uns auch nochmal schnell das Sheet angucken. Hier haben wir nämlich einen synthetisch replizierenden Thesaurierer mit Fonddomizil in Luxemburg, der uns 0,25% pro Jahr kostet. Hier oben können wir uns auch nochmal die ISIN-Nummer kopieren, die wir dann brauchen, wenn wir bei der Comdirect kaufen. Ich kann euch jetzt einfach mal einen zweiten Weg zeigen, wie ihr auch kaufen könnt. Ihr könnt nämlich die ISIN einfach hier oben in das Suchfeld eingeben. Dann bekommt ihr hier diesen Fonds auch nochmal angezeigt und könnt euch das in der Comdirect-Übersicht nochmal in Ruhe anschauen und habt dann eine zweite Informationsquelle neben Just ETF. Wenn ihr dann kaufen wollt, könnt ihr einfach hier auf den Button Kaufen und Verkaufen klicken und kommt dann genau in dieselbe Suchmaske. Ja, ihr könnt dann hier auf Kaufen klicken. Wir sehen hier, gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal Comdirect Festpreisgeschäft. Diese Möglichkeit können wir jetzt hier nicht anklicken. Das heißt, die Comdirect hat diesen Fonds jetzt derzeit nicht auf Lager. Es kann auch daran liegen, dass wir jetzt, wie gesagt, das Wochenende haben. Oder das Börsenkommissionsgeschäft, was ich jetzt hier angetickt lasse. Hier haben wir dann nochmal dasselbe Spiel. Wir sehen, dass Xetra derzeit keinen Preis stellt, weil es, wie gesagt, Wochenende ist. Wir sehen, dass andere Börsen derzeit den Preis von 42,43 Euro ungefähr stellen. Gehen jetzt hier zurück in unser Excel, rechnen mal ganz fix aus, wie viele Anteile wir denn für die 3.044 Euro bekommen, die wir gerne investieren würden, wenn wir denn zu einem Preis von 42,43 kaufen. Dann würden wir 71,7, also rund 72 Anteile des MSCI Emerging Markets kaufen wollen. Ich runde jetzt mal hier ab, weil hier noch Kosten dazukommen, auf 71 Anteile, die wir kaufen wollen.
Wir suchen die Börse Xetra aus, haben die Handelsbedingungen gelesen, werden auch hier wieder ein Limit einfügen, einfach nur, um sicherzugehen, dass unser Handel sicher ausgeführt wird. Das Limit kann man auch etwas höher ansetzen. Zum Beispiel können wir jetzt mal sagen 42,50 Euro, um sicherzugehen, dass denn tatsächlich der Kurs auch umgesetzt wird, tagesgültig. Mit einem Klick auf Weiter sind wir auch schon am Ende der Eingabemaske. Hier wird nochmal bestätigt, dass wir den MSCI Emerging Markets von ComStage kaufen wollen mit der ISIN-Nummer in Luxemburg, 71 Stück über Xetra mit einem Limitkurs von 42,50 Euro. Und hier müssen wir jetzt nur noch den TAN eingeben und auf Freigeben klicken und dann ist der Anteil auch schon gekauft. Ich werde diesen Klick jetzt nicht tätigen, weil wir heute Sonntag sind, werde das Ganze aber morgen auf der Arbeit durchführen. Und dann werden wir uns nochmal die persönliche Übersicht und die Depotübersicht anschauen und auch mal in die Orderbelege reinschauen, wie viel uns das Ganze denn gekostet hat. So, die Orders wurden jetzt auch ausgeführt, direkt Montag. Am nächsten Tag habe ich das Ganze dann während den Börsenöffnungszeiten die Orders tatsächlich abgeschickt. Das Ganze wurde auch innerhalb von wenigen Sekunden abgewickelt, dass sehr liquide ETFs sind, über die Börse Xetra. Wie das Ganze dann aussieht, wenn ihr gekauft habt, das könnt ihr hier sehen, wenn ihr auf Order geht und dann, wenn ihr auf Order geht und dann hier oben auf Order Buch. Und hier seht ihr dann nochmal eine Übersicht der letzten Orders, die ihr getätigt habt. Ihr seht also hier ComStage MSCI Emerging Markets wurde gekauft mit einem Limit von 42,20 Euro. Der Kurs ist zwischenzeitlich schon ein bisschen runtergegangen, deswegen habe ich günstiger gekauft. Und tatsächlich wurde gekauft zu einem Kurs von 42,15 je Anteil. Das bedeutet, ihr könnt euch auch tatsächlich darauf verlassen, wenn der Kurs günstiger ist, werdet ihr nicht den höheren Limitkurs eingebucht bekommen. Das Ganze war tagesgültig und wurde ausgeführt. Der zweite Kauf waren 407 Anteile vom HSBC MSCI World ETF mit einem Limitkurs von 42 Cent und ausgeführt wurde es zu 17,39 Euro. Das Ganze tagesgültig und wurde auch bereits abgerechnet. Bis eine Wertpapiertransaktion abgerechnet wurde, dauert immer ein kleines bisschen. Das macht die Comdirect-Bank. Von daher, wenn ihr einen Status abgerechnet habt, findet ihr hier oben bei Postbox und Posteingang das entsprechende Papier dazu. Das finden wir also hier. Wertpapierabrechnung, Kauf 407 Anteile. Wenn wir hier draufklicken, öffnet sich eine PDF-Datei, wo wir nochmal die ganze Wertpapiertransaktion sehen, inklusive Kosten. Das bedeutet, hier sehen wir nochmal die einzelnen Kennzahlen, wie viel Stück wir gekauft haben, zu welchem Preis und wie viel uns das insgesamt gekostet hat. Und dann noch einmal die Provision in Höhe von 22,59. Dazu kommt noch ein Börsenplatzentgelt von 1,50 Euro. Und die Summe an Gebühren, die wir gezahlt haben, sind 24,09 Euro. Wenn wir das jetzt vergleichen mit dem, was wir uns vorab ausgerechnet haben, 22,70 Euro. Da waren aber jetzt nicht die Börsenplatzgebühren mit drin. Weil im Endeffekt haben wir ja für weniger gekauft. Wir haben ja gerechnet für 7.100 Euro. Im Endeffekt wurden aber nur gekauft für 7.077 Euro, weil der Preis zwischenzeitlich runtergegangen ist, die Stückzahl aber fix geblieben ist. Von daher haben wir etwas weniger an Gebühren bezahlt. Was wir hier aber nicht berechnet hatten, war noch das Börsenentgelt von 1,50 Euro, was bei Xetra anfällt. Gut. Schauen wir uns jetzt abschließend noch einmal an, wie das Ganze denn in der Depotübersicht aussieht. Dazu müssen wir hier einfach nur auf Depot klicken und dann Depotübersicht. Und dann sehen wir auch schon hier alle Anteile, die wir im Depot haben, aufgesplittet. Wie gesagt, das hier ist ein altes Investment von diesem Depot in einen Immobilienfonds. Und hier sehen wir, der größte Teil im MSCI World investiert und hat bereits ein kleines Plusvermerk von 0,46%. Und der ComStage MSCI Emerging Markets hat auch bereits ein kleines Plus von 1,42%. Wenn wir hier runterscrollen, sehen wir noch einmal die Details. Das war's auch schon. So einfach ist es, sich ein passives ETF-Portfolio aufzubauen, wenn man sich denn vorab informiert hat. Wir haben ja einige Videos zu dem Thema bereits produziert. Wie bereits erwähnt, alle Links dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Das war's auch schon. Ich hoffe, ihr habt gesehen, dass es gar nicht so kompliziert ist, sich ein passives Portfolio aufzubauen. Man muss sich im Endeffekt zunächst einmal informieren und dann einfach mal loslegen. Wenn ihr euch selbst für das Thema interessiert, dann schaut euch doch auch gerne unsere weiteren Videos zu dem Thema an. Die Links findet ihr unten in der Beschreibung. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann gebt uns doch gerne einen Daumen hoch.
Und wenn ihr selbst schon mal investiert habt und euch euer eigenes Portfolio aufgebaut habt, dann würde es uns wirklich mal interessieren, in welche ETFs ihr denn investiert habt. Schreibt es uns doch gerne unten in die Kommentare. Dasselbe gilt natürlich, wenn ihr Fragen zu diesem Thema habt. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, wenn du uns noch nicht abonniert hast, dann würden wir uns freuen, wenn du das tun würdest. Wir laden regelmäßig neue Videos und Tutorials zu den Themen Finanzprodukte, Geldanlage und Anlagestrategie hoch, um dir zu helfen, deine Finanzen selbst im Griff zu haben. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.